Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren React. Und zwar die Saison 22. Eröffnung, kompletter Livestream. Läuft gerade, ich habe eine halbe Stunde verpasst. Läuft seit 16 Uhr, seit 16 Uhr ist die Season eröffnet, was aber nicht heißt, dass man nicht vorher hätte schon Ranked spielen können. Das geht schon seit 3 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens, keine Ahnung. Und der Chat macht mich hier gerade ganz kirre, kann ich ihn irgendwie ausmachen? Ich kann den Chat nicht wegmachen. Naja, okay, dann muss ich das ignorieren. Ja, es geht jetzt auf jeden Fall gleich los. Ich denke mal, viele von euch werden es wahrscheinlich schon gesehen haben oder auch nicht, je nachdem. Was gibt's denn so Neues in der Season 2022? Und Sichuani. Mehr Freddy oder dort? Kaiser, Talia. Okay, hier scheint viel mehr abzugehen. Helmet Bro? Nee, Pantheon. Eröffnungszeremonie. Für die Saison 22. Alter, Leona. Okay. Das ist League of Legends, Leute. Live-Action? Wenn das animiert ist, sieht das echt geil aus. So episch. Sickest opening. Wahnsinn. Meine Rückblende. Das Jahr 2021.
das alles neu war. Wild Whip, Moon Terror, die Animation, die Worlds. So vieles ist passiert. Valorant. Hey folks, I'm Andre, Game Director of League of Legends, here to Hello. Welcome you to Season 2022. On behalf of the entire dev team, thank you for tuning in from around the world to help us kick off the next year of League together. This year, we're focusing on the thing that keeps us coming back to League. Imagine when season you play on PC, 12. Mobile, or are a diehard esports fan, we want to give you more ways to join in the competition across League's ecosystem. No matter if your focus is on climbing the rank ladder, ja, das sieht nicht so geil aus, aber naja. Now, today we'll hear from folks on League PC, Wild Rift and Esports. As we share some of our plans for the new year. We've got a lot in store, so let's jump right into it. I'm gonna hand things over to the League team, who will share a sneak peek at some of the new champions, skins and gameplay changes headed your way. Let's go! Neue Champions, Skins und Gameplay. Bin gespannt. Neue Champions kennen wir ja schon, mindestens einen. Hey everybody, I'm Riot Brightmoon. Here Hallo, for the gameplay team on League of Legends. Brightmoon. And I'm thrilled to welcome you all to Season 2022. Let's get things started with a quick recap of the changes we made this preseason. Ja, preseason changes gab's jetzt nicht viele, lieber Brightmoon, aber ja. Over the last few years, we've usually used preseason to make big changes ja. to one of League's underlying systems. Such as items, runes, or the elemental genau. rift. With this preseason, we wanted to look at all of our systems and make smaller, targeted improvements across the board. Aha. So, we added some items, like a new tank mythic for supports who want to dive into the action. Ja, aber das war ja nicht nur preseason, oder? Champs who need ah, wobei doch, stimmt, die items. Stimmt, die waren preseason. There are also new legendaries for tanks, mages, and assassins. Ja, okay, aber... We'll see some adjustments to keystone runes, including lethal tempo, which now grants ramping attack speed and increases your attack range. Ist ein, ja, ist ein cool Rune geworden. Fires multiple slow rays that also reduce enemy damage. Man nimmt immer noch kein Glacial auf Niso mit. Omnistone has retired. Taking its place is a brand new keystone, First Strike. Oh ja. Which amplifies First your damage Strike. And grants gold. First Strike ist lecker. Well, First Strike ist tatsächlich first. Sehr, sehr lecker. Beyond lager. Items and runes, we've also expanded the bounty system. Lager. With the objective bounties. These give your team additional gold for taking epic monsters or turrets if you fall behind. And finally, my personal favorite, dragons. First up is the new Hextech Dragon, who sold as your auto-spell chain slow effect. Ja, die Drakes sind okay. When she takes over the rift, Hextech gates appear in set locations die Gates sind that transport cool. you around the map. Ich finde die Gates cool, nur die Chemtech-Camouflage zu finde ich scheiße. Hätte ich nie ganz gedacht. Ich dachte, dass die Hexagates broken wären und scheiße wären, aber das sind sie nicht. Das sind echt eine weitere Strategie-Sache, aber das ist halt illegal. Rather than overhauling them, they should still have an impact on your games. We're excited to see your new outplays and big brain strategies. Big brain. Especially now that LP's back on the line and pro play is kicking off soon. As always, we'll be keeping an eye on things and we'll continue making adjustments in the months ahead. Now let's talk about some of the das new ist eigentlich changes das Schöne. Sie sind ja immer am kontinuierlich am Verändern und Machen. Also sehr gut so. Identity Card. Oh. We've been talking about creating more ways to express your personality okay. and ja. Achievements ja, ja, as ja. League players for a while now. For some of you, ranked is how you define ja, nee. But for also, those of you who aren't gerne, focused on the climb, nee. There haven't always been good ways to show off your accomplishments. So this year, we're launching a new way for you to express yourself and lead. Something that probably looks familiar are the redesigned ranked crests. Okay, die Crests sehen scheiße aus, aber crest, das, was unter den Namen zu sehen ist, doesn't really match your favorite icon, then we have good news. You'll finally be able to choose your level border from any of the ones you've already collected. Ooh. Now let's get to the really new stuff. Das ist cool. Challenges. Challenges track your progress in League in ways that aren't tied to specific champions, like winning the perfect game, soloing Baron, and even dancing with Shelly as the enemy Nexus explodes. Each challenge levels up from Iron to Challenger as you make progress. So if you're the best at sniping dragons from the enemy team, or maybe your vision control is unmatched, now you can finally prove it. You can showcase any three challenges you'd like in loading screens and game lobbies. Also man kann ein bisschen flexen, okay. Man kann ein bisschen angeben mit seinen krassen Achievements. There are five categories of challenges. Ah.
Veterancy challenges track stuff you achieve mostly by playing League over time, like earning mastery points, securing first bloods, and dodging skill shots. Yeah. The next group is expertise. Whereas veterancy gets you points for playing a lot, expertise asks you to do it with finesse. This includes mechanical and technical skills, like dodging multiple skill shots in a row, fully stacking Magi's before 20 minutes, or stealing the enemy jungler's buffs. The fuck? Okay. Teamwork and strategy challenges reward you for mastermind plays and working together as a team. Geht es nicht in Troll über, theoretisch? Getting killed by roaming and winning clash games are all good examples. Ah. If you like showing off the things you've collected, or maybe you just take pride in being a completionist, then the collection category is for you. Collection? Okay, Tommy wird die Collection auf jeden Fall nehmen. Unlocking skins and summoner icons, rekindling Eternals, and even progressing through other challenges. And finally, imagination challenges track some of the more unique things you do in League. Ja, aber ach so. Hitting snowballs in Aram. Okay, Aram wird damit einrennen. Das ist ja geil. Of health, and taking down enemies in their own fountain are just a few examples. Nice. Like with individual challenges. Aber ist your performance in each category also ranks nicht. Aber das bringt doch nichts, wenn du uns nur in der Lobby sieht, oder nicht? So if you swear you're a mechanical god with moves like Mako, now you have a way to prove it. Hm. In addition to these five categories, there are also legacy challenges, which are earned by being part of historic League moments or only progressible during set periods of time. Ooh. Some challenges track your progress within each season. Da sieht man, wie aktiv man ist. You're a battle-scarred player who's been here since beta. The progress you make across all challenges feeds into your challenge crystal, which upgrades as you go. Certain challenges also come with regional leaderboards, which work a lot like the ranked ones. Das ist ja mal eine ganz andere Achievement-Kategorie. Sowas gab's vorher auch nicht wirklich, ne, in irgendeinem Spiel. Ey, das ist schon crazy. Du kannst halt dich wirklich customizen damit, aber... which are earned when you hit certain milestones. Titles. For example, Dragon Master. Winning a lot with an open nexus will earn you the title The Comeback Kid. The Comeback Kid. Other titles include KDA Player, Flame Horizon. KDA Player. Demon King. Flame Horizon. Die Namen haben sie doch mit Absicht so gemacht, oder? And we'll continue adding more challenges throughout the year. Before I go, aber es ist eine coole Idee. Finde ich eine coole Idee. Ist halt nichts, tut niemandem weh. Das ist eine Sache, die kann niemandem wehtun. Die ist einfach optional zusätzlich da. Geil. But it ended up being a little bit too soft. Some of you who dove headfirst into ranked started losing more LP than you were gaining because your rank overtook your MMR too quickly. Oh, ja, das Problem kennen viele. Sucks. Mm. This season, we're resetting ranks to a more traditional degree. And paired with tuning adjustments we made last year, your MMR and LP will stay closer together, making your climb smoother throughout 2022. Okay, also man... That's all I have to share with you today. Ist jetzt smoother mit seiner MMR am Start? A little joy, lots of LP. And endless fun with friends. Hoffe ich auch, hoffe ich auch. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Bright Moon. Jeremy, glaube ich, dieser. Sympathischer Typ, bringt viele Neuigkeiten mit. Hey everyone, I'm John. John Bellissimo. John Bellissimo. On League of Legends. Let's jump right into our plans for the new year. Okay, es ist aber nicht für Wildrift, oder? Mythic Content Event Pass. Okay, never mind. Ist immer noch League of Legends. Okay, we've been talking about improving League's Event Passes for years. But it's actually happening in 2022, for real this time. This summer, we're launching a new event pass that should make your progress and rewards easier to follow. Event tokens are still at the heart of the system, but you'll earn from a new rewards track. Play matches and complete missions to make progress, and collect emotes, loot, and essences okay. all along the way. Then, cool. Übersicht. Like today, convert your tokens for the rewards that you care about the most, like exclusive chromas or the event's prestige gun. Over the past year, we've experimented with some bigger adjustments. Something that we've heard from you all is that the power to choose your rewards with tokens is something you really like about League's event system. So rather than reinvent the wheel, we focused on making event progress clear and more satisfying. Das klingt gut. Now, if you were watching closely, you may have noticed a new type of essence in the reward track. Along with the new event pass, we're also going to be completely revamping the mythic content. Hextech? Hextech skins, prestige mythic. Skins, Shards, okay. The new mythic purple essence. Essence you saw is mythic essence, which will replace gemstones and prestige points as League's main rare currency moving forward. You'll be able to get mythic essence in okay, all the same places you get gemstones and prestige points today. And mythic essence never expires. Oh, when mythic essence launches in a few months, gemstones and prestige points will retire.
Ach, Jameson und Chrissy sind schon wieder retired. Das heißt, die Mythics ist quasi einfach nur der nächste Step, mit dem man den Schmarrn bezahlen kann. Okay. Ja. Gemstones, on the other hand, will be automatically converted into mythic essence. So feel free to hoard them to your heart's content. You'll be able to use your mythic essence in the new rotating mythic shop, which has an assortment of different goodies, but two main types of skins. We've consistently heard that Hextech skins just really aren't hitting the mark for a skin line that's supposed to be rare and valuable. Yeah. So we've decided to introduce seasonal mythics. Seasonal mythics will have a new thematic each year. Oh. For 2022, we're developing Ashen Knights, where ancient warriors once fought to rid the world of magic, but instead Pike! Witnessed their kingdom fall to ash, Tony! Darkness, and this earth. Is for you! Did you Another see that? From you all is that it Ashen Knight Pike! Skin for your main. Alter, das sieht so geil aus. Or just didn't have the time to get Prestige Arcade Caitlyn. When the new Mythic Shop launches, you'll finally have a second shot to unlock past Prestige skins. Each month, the Mythic Shop will feature a. Reden wir hier gerade über Caitlyn und Nico? Alter, ich kann die Prestige-Punkte. Okay, das, die werden mir Geld aus der Tasche ziehen. Obviously, aber es ist cool. Wir können past Prestige bekommen. Point Shop their hand. You'll be able to, but two men hitting the mark. Wollen wir kurz festhalten, dass dieser Pike-Skin absolut legendär aussieht. Another thing we've heard from you all is that it sucks if you missed your chance to get a prestige skin for your main. Ja, ja. When you took a break from League, ja. You just didn't have the time ja. To get prestige arcade Caitlyn. When the new mythic shop launches, you'll ich will diesen Caitlyn-Skin und ich will Nico haben. Wirklich, bitte, bitte Riot Games. The mythic shop will feature a new set of unvaulted prestiges. Geil. You won't find the newest prestige skins here, but once they've been out for at least a year. Any prestige can show up in the shop. There's also a special call out for 20. Warte nochmal. Prestiges. You won't find the newest prestige skins here, but once they've been out for at least a year, any prestige. Ah, okay, also alle, die wir letztes Jahr. Oh, dann könnte Nico aber ganz schön knapp werden, weil die ist ja schon älter als ein Jahr. Okay, werden wir sehen. Aber ich hoffe, dass da die Alten dann nochmal am Start sind. Achso, ja, das meine ich ja. 2018, 2019. Ja, genau. There was no end of year chance to die meine ich. Them with prestige points. We're gonna bring back prestige skins from 2018 and 2019. But to recognize the investment of the OG owners, we're creating an updated version of each of these skins, which will be free for everyone who already owns it. This updated version won't be available in the shop. Das ist okay. Just a way for us Alter, das sieht so geil aus. Also wenn du den schon hattest, kriegst du quasi gratis ein Update und wenn nicht, kriegst Your du den commitment. Origin Skin. We've heard that ist okay für mich. Ist völlig fein für mich. Fancy gold chromas that just aren't worth the grind. So shortly after the new mythic shop opens, we're going to be buffing the time and effort we put into prestige skins. Ja, ja, ja. This includes a unique splash art and ja. Brand new effects and other ways to accessorize your prestige skin that'll be released this year. Wobei ich das eigentlich, Abend Kasuto, wobei ich das eigentlich mal ganz geil fand, dass der Splash-Art exakt das gleiche ist wie das andere, weil du das dann so schön überlappen konntest. Aber ich kann verstehen, dass viele meinen, yo, das ist dann quasi nur mit einer Goldschicht drüber gezogen. Kann ich verstehen. Also, Unique Splash-Art und Brand New V3X and Other Ways, klingt schon gut. Oh yeah. Finally, we're also introducing a new feature called Loot Milestones, loot which milestones. Give you bonus rewards from opening set amounts of loot. Okay. There are two types of milestones on the way. One is a repeatable track that you can complete over and over by opening masterwork chests. Okay. The other is a one-time track with an exclusive prestige skin at the end of it, and is only available alongside smaller events without event passes. Ah, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber klingt cool. Einfach Lootboxen öffnen. Die wollen, dass ihr noch mehr Geld ausgebt, damit ihr noch mehr belohnt werdet. I mean, es ist ja kein Glücksspiel in dem Sinne. Also es ist Glücksspiel. Nee, eigentlich nicht. Es ist, sie bieten dir einen Wert an und den kannst du halt kaufen. Du verlierst ja nicht wirklich was. Also du kriegst ja immer irgendwas. Egal. Na, Pay to Win. League of Legends ist schon lange Pay to Win. Wenn man mal ehrlich ist. Nee, Spaß. Also manche Skins sind Pay to Win und manche Pay to Lose. Es gibt tatsächlich sogar eine Regelung in... bei den High-Elo-Spielern, dass da manche Skins verboten sind in Turnieren und so oder in Scrims. Das ist schon sehr interessant. In terms of clarity, choice and rewards. There's a lot more detail than what Alter, ich kann echt Prestige Nico und Prestige Caitlyn wiederbekommen. Geil. Geil. So we'll also be Die will ich unbedingt haben. Where you can dig into the nuts and bolts of everything. Okay.
Also bis hierher, ne? Super nice. Bis hierher gefällt mir das sehr, sehr gut. Und wir haben noch nicht mal, ich weiß nicht, wie lange das geht, weil es ist ja immer noch live, glaube ich. Modernizing Champions Skins, jetzt geht's los. Reworks. There are no plans for League of Legends 2. So we're committed to updating the game over time. Ja, ja, das stimmt. Also ihr müsst das Original-Game immer wieder am Start laufen lassen. Last year, we shipped a major update to Caitlyn. Ja, modernizing her base skin, animations, and VFX. Ist gut geworden. As well as most of her skins and splashes. Yes. Ich finde das Update gut. This year, we'll be focusing on Ahri. Ah, okay. One of our older yet most popular champs in League. She doesn't have back animations, and the animations that she does have just feel. Ja, 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 ja. Also Ahri ist ja das Gesicht von League of Legends eigentlich gewesen, irgendwie mit Jinx und ein paar anderen. Gut, Caitlyn hat sich natürlich angeboten wegen Arcane und Vi hätte sich auch angeboten, haben sie irgendwie nicht gemacht und Jinx eigentlich auch, also ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht ist es wirklich so krass, dass die ganze Firma das machen muss, aber hey, man hätte ja ruhig mal 2 oder 3 Updates gönnen können. Aber jetzt kommt wenigstens Ahri dran und ich finde Ahri schon sehr im Schatten, so ein bisschen, obwohl sie eine der bekanntesten League of Legends Champions ist. Aber man kennt nichts über ihre Lore und sie sieht so outdated aus. Also sie sieht wirklich alt aus und ich finde, Ahri hat das nicht verdient. Ahri ist ein saucooler Champion. Also auch vom... Also... Natürlich ist sie hot, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. But for all epic skins that use the same foundation. Cool. You can expect to see a Caitlyn level update for Ahri. Ja, das klingt gut. Da bin ich into. That's all I've got for today. Wait. You didn't seriously think I'd leave without showing you some of our skins? Ja, ich wollte schon sagen, hä? Moment mal. In previous years, we've listed out champions that haven't gotten ja, a skin in ja. more than 1,000 days. Er war das, Leute. Called the 1,000 Day Club. That list is pretty short today, but we want it to be gone for good. The 1,000 sure Day Club. Out there furiously writing up a post in Gangplank Main saying, Riot literally hates this champ. Furiously writing up a post for good. Now, I'm sure there's somebody out there furiously writing up a post in Gangplank Main saying... Wir haben einmal Tommy mit seinem Pike-Skin. Und jetzt haben wir Gangplank Mains. Also Tommy ist jetzt am Start. Ne, wir hatten einmal Tony mit Pike Skin und jetzt Tommy mit Gangplank Main. Gibt es was Neues für Rek'Sai? Boah, das ist schon ewig her. Ich glaube 2 Tage. Sie hat legit vor 2 Tagen einen Skin bekommen. Also, ne? No Flame. Obwohl Rek'Sai genervt wurde, aber ist ein geiler Skin. Und Gnade auch einen bekommen. Riot literally hates this champ. But hold up. Let's look at the list of champs that are gonna. Okay, jetzt bin ich gespannt. Welche Champions kriegen Skins? Gangplank? Fiddlesticks, Rek'Sai, Trundle, Rell, Orianna, and the Donger. The Donger! The Donger is getting a skin. Ist ein Er. Was? Nee, Rek'Sai ist eine Sie. Hast du die Lore nicht gelesen, ne? Rek'Sai Skin haben wir ja schon bekommen, ne? Das heißt, Gangplank kriegt noch einen, Fiddlesticks, Trundle, Rell, Orianna und Dong. Alter, Orianna hat auch... Ja gut, Orianna hat jetzt aber auch gute Skins, ne? Also man muss jetzt da nicht hier... Trundle, Rell, Orianna, aber der Donger, der hat letzter war der Dragon Skin und der ist geil, aber schon ewig her. But if you're starving for a skin, hang in there. We know that you're counting the days, and we are too. Now, in terms of thematics, we're gonna be revisiting a few popular ones this year. Like High Noon. Oh yeah. Star Guardians. Mhm. And Bees. Ah, das ist Orianna. Schade, ich dachte kurz, das wäre Nico. Aber Orianna ist auch cool. Weil Biko. Imagine, Nico mit N-E-E und Biko. Das ist doch. Predestiniert. Also bitte, ich bitte euch. Bitte Riot Games. Das ist doch so. Gibt doch so klasse. Und ich meine, es ist doch nicht so schwer, aber das ist leider Orianna. Oder ist das Orianna? Weil der, die Kugel geht auf. Das ist Orianna, das ist ein Ball. Das kann nicht Nico sein. Wobei, ist das Nico? Nee, Nico ist ein Chamäleon, der hat ja einen Schwanz. Den Schwanz würden sie safe so... Ja, ja, nee, das ist Orianna. Oder ist das Orianna? We're always looking for opportunities. Das ist Orianna, oder? Older universes in ja, doch, so ein Teaser. This time around, we found some sagen wir so, Rek'Sai ist ein S. Nein, Rek'Sai ist eine Kreatur weiblichen Geschlechts. Denn sie ist die Mutter der Xersai. Die Mutter, ich wiederhole mich, die Mutter der Xersai.
inspiration looking at an old standalone skin and reimagining it in a world that could exist today. Set in a near future, dying Earth, humanity faces resource shortages and the deadly invasion of an ancient high-tech army. In one final attempt to save themselves, the world bands together to create their only hope for survival. Okay, das klingt geil. A superpower warrior armed with incredible technology, the Battle Bunny. Sie heißen wirklich Battle Bunny? Ich hab's mir schon fast gedacht, dass sie Battle Bunny heißen, weil sie halt so aussehen sind. Häschen und, ne? Anima Squad has everything you'd expect. Alter, geil. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich wirklich Miss Fortune und Ribbon. Also, Battle Bunny. Nice. Ich weiß, es sieht aus wie KDA, aber es sieht cool aus. Ich liebe es. Ich simp dafür. Bin ich ehrlich? Oh, ich darf das erstmal gar nicht sagen, ne? Somp. Ich somp dafür. The fuck, das wusste ich nicht. Warum erinnere ich mich das an einem Anime-Charakter? Weil alles in den letzten 2 Jahren an Anime-Charaktere erinnert. Das ist Riot's Selling Point. Leute kaufen es, sie machen weiter Anime-Sachen. Es ist ganz klar. Allein, dass Rex einen Skin bekommen hat, imagine that. Aber gut, hier werden mehr Monster-Skins bekommen, was ganz cool ist. Also hier Fiddlesticks und so. Aber ich fände es mal cool, wenn sie einen neuen Champion bringen, der ein Monster ist. Ne? So wie viele andere auch, weil die letzten Champions waren ja alles Menschen. Expect to see in a futuristic thematic. Like sleek high-tech armor, powerful warriors, and cute animals. You'll also see a familiar face return in a new state-of-the-art outfit. Warte mal. Sieht echt cool aus. Das hat so eine Mischung aus Arcade und Debonair. Speaking of revamping old skins and thematics, we need your help choosing which thematic we should modernize next. Similar to what we did with High Noon. Blood Moon. Bitte. Vote for which thematic oder Super Galaxy. The most, from Infernal, Gothic, or Arclight. Infernal is all about fire as a power fantasy. Ja. If we were to reignite this thematic, we'd want to deepen Infernal our expand halt what so that fantasy lame. Looks like. Gothic is a thematic that we haven't touched in a decade, before thematics were even really a thing. Das stimmt. So we'd really want to create a universe for it, on par with today's skin tone. Das sieht übel cool aus, Golf Annie. And finally, there's Arclight. If Arclight wins, we want to magnify its core themes of divine light, justice, and order to make it feel even grander. You can vote for which thematic you'd most like to see revamped in the League client this week. Oh. Just like last year, even if the thematic you chose doesn't win, it doesn't mean that it's never coming back. Speaking of which, Monster Tamer. Genau, wollte ich gerade sagen, Monster Tamer kam gar nicht mehr. Monster Tamer kommt doch. Nice, weil das war Platz 2. Wobei? Doch. Nee. Warte mal, was stand zur Auswahl? Monster Tamer, Crime City Nightmare, die habe ich, glaube ich, gewotet. Und ich habe es vergessen. Was ist mit Skarner Mordekaiser? Also, er wurde einfach nur gelb angemalt. Skarner? Wer ist Skarner? Ja, Skarner kriegt. Also darüber wird er noch reden. Mordekaiser, schauen wir mal. Wurde einfach nur gelb, wer wurde gelb angemalt? Achso, ja, Arclight. Hä? Hey. Genau. Also, es. Monster Tamers kommt zum Beispiel zurück. Genau. Finally, our first new thematic of the year will be a celebration of the Lunar New Year. Porcelain blends elegant traditional imagery okay, das with the ferocity nicht, das and power of the time. Ist in addition to porcelain, we're also going to be revisiting ja, a well-loved Firecracker. Alright, fam. Das ist geil. Also Porcelain sehen schick aus. Sind ein paar andere Champions, vor allem Kindred. Lux kriegt dann Prestige Nummer 2, ja moin. Und Firecracker. Diana, Tristana. Cool. Ja, die anderen interessieren mich nicht, aber ist trotzdem cool. That's it for today. I can't express enough how thankful I am that I get to be here and represent the hard ja, work. Ah, der ist mir auch sympathisch. The only reason we're able wie ist to nochmal Jonathan Bellissimo irgendwie so? Because of you and your support. Thanks for playing. Thank you very much. In Germany we call you an Ehrenmann. So. Hi, I'm Ryan Reeve Morales, lead on the Champions team. Den kennt man doch. I'm here today to talk to you about our plans for Champions in 2022. Mm-hmm. Now in the last roadmap, I shared that we'd be pushing the next two champion releases into 2022. At the time we weren't sure how it would impact our schedule, but now we have a clear picture, so I'd like to share an update.
Oh yeah. Our goal last year was to release a champion for every lane, with the exception of mid, which would be receiving two. When we were planning champions for this year, it became clear that we wouldn't be able to target the same goal for 2022, while still giving each champion the time and attention they would need. Yeah, also Akshan zum Beispiel, ne? While we want to get champions out for as many of you as possible, it's more important to us that we release champions when they are ready. Even if that means we don't hit a specific quota for the year. Da würden manche aber eine andere Sache sagen. Ned's Garner, der Kalamari. Ich hasse Tristan aus einem Grund, weil an meinem Namen ein A gehängt wurde. Ach, du heißt Tristan. Wow. Aber Tristana ist ein cooler Champ, actually. Also wirklich ein cooler Champ. Einer meiner liebsten ADCs. So, es ist einfach... Einfach nur geil, ihn zu spielen. Okay. They are ready. Ja, sie releasen Champions, wenn they are ready. Ja, gut, Take last year, for example, when we delayed Vex. Ja, okay, Vex ist tatsächlich ready. Ein bisschen stark aktuell, klar. Aber ich finde, der Champion ist ziemlich balanced, weil du kannst doch echt useless sein mit dem Champ. Over a year for a new champion to play, so we're still gonna aim for a spread of champions for each lane over a multi-year basis. We just might not hit every role every year. We will probably still make more champions for mid lane, so we can try to hit a good split between mages and assassins. Now let's talk about some of the new champions coming this year. Immerhin kriegen wir also. Ja. Ja. Habe ich schon drauf reacted? Kazu, du kennst. Ich kenn's. Ihr kennt es. Aber trotzdem, wir können es gerne mal anschauen. Hallo Siri. Ja. Die sehen so hässlich aus, die Boys. Was denken die sich wohl? Was ist das für eine verrückte Alte, ne? Oh shit. We get in trouble. Ein bisschen lang dabei. Ja, Q. Das sind Auto-Attacks, verstärkte. Dann noch ein kleiner Dash. Wahrscheinlich die W. Unser. Sie hat auf jeden Fall ein Schild. Vielleicht mit der E, mit dem Dash. Das ist einfach ein Ribbon-Dash. Ja, und das ist die E. Also, ich meine, W, die Ribbon-Dash. Und das ist die E. Einmal über die Wand. Das ist schon illegal. Aber hey. Ich werde den Champ feiern. Und die Ultimate ist komplett dumm. It's like random abilities for whatever reason, right, games? Wow. Oh, so cool. Ich mag sie. Ich finde sie cool. I guess Mom was right. The bigger they are, the faster they fizzle. Not again. So our first new champion this year is Zeri, an electrifying neon-colored ADC from Zaun. Zeri is a hyperactive bot lane carry whose kit takes inspiration from shooters, specifically from machine guns and assault rifles. She has a pretty unique playstyle for an ADC. Oh yeah. So instead of auto-attacking, her Q is a skill shot that she uses to do everything other bot laners would use their auto-attacks for. Zeri still has an auto-attack, it's just not... Moment, jetzt bin ich komplett verwirrt. Sieht ähnlich aus wie Neon aus Valorant, bloß in blond mit anderer Kleidung. Ja, lol, Neon ist ja der neue Agent, der ja... Also, es soll ja eine Anspielung sein. Also, nochmal, er hat gerade gesagt, dass ihre Q... Das ist, was ADCs mit Rechtsklicken machen. So instead of auto-attacking, her Q is a skill shot that she uses to do everything other botlaners would use their auto-attacks for. Zeri still has an auto. Also, das ist die Q. Diese Schüsse sind die Q, nicht der Blitz. Nicht der Bolt, sondern die Schüsse? Oh mein Gott, das macht den Champion gerade komplett anders in meinem Okay, wait a minute. It's just not the primary way to farm.
Sie hat Auto-Attacks, also sie hat wahrscheinlich überhaupt keine Attack-Speed. Wobei doch, weil ihre Q wahrscheinlich mit der Attack-Speed skalieren wird. Weil es ja an einen Shooter angelehnt ist. Es soll ja ein Shooter sein. Aber dann muss man ja die ganze Q spammen, oder nicht? Oh nein, so Evelyn-Style. Das ist ja übel wack. Scheiße, ich glaube, das wird doch nicht mein Main. Weil es gibt einen Grund, warum ich Evelyn nicht gerne spiele. Es ist der Q-Spam. Ich hasse es, diesen Q zu spammen. Wirklich, es ist einfach so nervig. Warum kann es nicht drei krasse Schüsse sein, anstatt ein krasser Schuss und drei, vier kleinere Kackschüsse von Evelyn? Ich finde das so lästig. Weißt du, bei Gwen haben sie es so geil gelöst mit der Ultimate. Du musst vorher ein Autotech machen. Gut, selbst wenn du das nicht machen müsstest, wäre es cool. Also du könntest eine Nadel schießen, dann nochmal zwei und dann nochmal drei. Mit so kleinen Buffer dazwischen. Ja, mit einem kleinen Buffer. Das wäre saugeil, wenn es bei Evelyn die Q wäre. Aber nein, es ist halt, du musst spammen. Und es ist wahrscheinlich bei ihr genauso. Und je mehr Attacks wieder hast, desto mehr kannst du spammen. Er hüllt sich jetzt was zum Essen, Leute. Ich werde hier komplett allein gelassen. Ja, an guten. Okay. Also. Sie hat einen Auto-Attack. Also, wir halten fest. Die Q ist ihr DPS. Ja? Q, 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 Q. Okay? Q, Q, Q. Und sie hat einen Auto-Attack. It's just not her primary way to farm, do damage or take objectives. It's meant to be used sparingly at just the right moments. Her auto-attacks also count as spells. This means that they could trigger item effects that normally trigger with spells. Für solche Momente bräuchte ich so eine Brille, so. Are you fucking serious? Also, ihr Auto-Attack zählt als Spell, der passive Effekte auslöst. Moment, das macht ja gar keinen Sinn. Ich meine, alle Items lösen noch passiv. Also, das ist jetzt Frostfire Gauntlet, oder was ist das? Was ist das für ein Slow? Ach, das ist wahrscheinlich... Oh mein Gott, das ist Rylas Crystal Scepter? Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ich meine, ich würde doch als ADC Storm Razor bauen, wenn jemand... Egal. Let's go. Bells instead of autos. This leads to a rapid-fire play pattern that we hope feels unique from other champions. Basically, if you want to play Zeri, my advice is to never stop moving. The next... To never stop moving. Okay, das heißt, sie... Vermutlich macht sie mehr Damage, wenn sie sich bewegt. Das wird ganz schön crazy, wenn sie wirklich das ist. Und dann gibt es noch Energized Items. Wie genau, also bei Energized ist ja quasi das, was sie eigentlich tun will, aber es funktioniert ja komplett anders. Energized funktioniert ja, du musst es erst aufladen auf 100, während du dich bewegst und Auto-Attackst. Bei ihr ist es anscheinend so, ist die Ladung wahrscheinlich nicht so hoch. So wie er das jetzt gerade beschreibt. Ist das nur eine Theorie? Oh mein Gott. Okay, der Champion wird crazy. Wird vielleicht doch nicht mein neuer Main, weil mich das jetzt doch ein bisschen abschreckt tatsächlich, dass die Q ihr Auto-Attack ist, ihr DPS. Also Q-Spam. Ich kann doch nicht die ganze... Alter, mein kleiner Finger stirbt, wenn ich die ganze Q-Spam oder mein großer, je nachdem, wo ich es drauflege. Aber das ist ja voll dumm. Okay. The next champion we will be releasing this year is a new Enchanter. Bitte kein Enchanter-Support, bitte kein Enchanter-Support, bitte kein Enchanter-Support. The champion we'll be releasing this year is a new Enchanter. When we were thinking about the type of support we wanted to make, we looked at the Enchanter cast overall. Habt ihr nichts gelernt aus... Ja, genau aus diesem Champion. Lulu, Yumi, Sohaka. Bitte habt gelernt. Oh, a lot of light-hearted, colorful, good aligned champions. There were a lot of light-hearted, ja, colorful, ja, genau die rede ich. Genau von denen rede ich. Ah, da kam er. Support players deserve something more sinister and dark. To balance out that cheery brightness in the role. We also wanted to make a champion whose theme and kit make support players feel like the boss that they are. Oh, okay. All you support players know what I'm talking about. Those damage carries always get all the credit, but it's always been you, behind the scenes. Er spricht, als wäre er der Caster himself. Als wäre er Support OTP. Und jeder ADC in seinem Leben hat immer die Lorbeeren eingeheimst. Immer. Ausnahmslos. Keeping them alive with your buffs, constantly saving them from certain deaths. Okay, pass auf, ich predikte. Ich predikte, wenn der ADC. Der ADC kriegt richtig geile Buffs von dem Enchanter. Aber wenn er sie nicht nutzt, wenn er keine Auto-Attacks macht oder Champions nicht damaged innerhalb von einer bestimmten Zeit oder keinen Kill bekommt,
stirbt er. Das predikte ich jetzt. Wir haben jetzt schon alles in League of Legends. Ja, wir haben echt vieles. Wir haben Champions, die andere Champions auffressen können. Wir haben Champions, die andere Champions wiederbeleben können. Und damit meine ich, indem du sie rächst, also Akshan. Wir haben Champions, die andere Champions übernehmen, klonen, Ultimate stehlen, Fähigkeiten stehlen. Wenn wir jetzt noch einen Champion haben, der einen Teammate umbringen kann, theoretisch, weil derjenige trollt und nicht angreift, wir sind zurück. Genau, er stellt jetzt den neuen Enchanter vor. Genau. Ich hoffe, ihr habt es noch mitbekommen. Wenn nicht, ich wiederhole mich kurz. Ich wünsche mir, dass dieser Enchanter jemand ist, der dem ADC richtig krasse Buffs gibt. Aber wenn der dann sie nicht nutzt, indem er nicht auto-taggt oder wenn er den Champion nicht angreift, dann stirbt er. Oder kriegt Damage. Oder vielleicht kann man ihn auch ein bisschen kontrollieren. Ihr versteht, wie ich es meine. Dass man vielleicht... Weiß ich nicht. Also, ich finde es schon cool. Ich bin sehr, sehr gespannt. Dieses Bild... Also, die Hand ist schon cool. Der Rest kann ich jetzt nicht irgendwie... Ist auf jeden Fall... Sieht auch wieder Zorn aus. Sieht voll nach Zorn aus. Muss aber nicht Zorn sein. Könnte auch... Actually, es ist eigentlich nur Zorn. Talking about... Then I think you're gonna go berserk over this new enchanter. Geil. So after the new dark support, we. I see it. I see everything. Okay. The lavender sea. Purple cities cover the land. Niederstädte, die das Land. She rules over it all. What? She rules over it all, my empress. This is what Runeterra should be. Its true form. The city of Belfast shall fall first. Beautiful Remora swimming endlessly through cities of lavender. Remora. Overwhelming everything in her path. Consuming us. We are all saved. Das klingt sehr nach Void. Und Remora ist, glaube ich, der Name von seinem. Von seiner Empress, von dem, der ihn die Kontrolle genommen hat. Das ist ja übel geil gemacht. Where am I? Schauspielkünste hoch 10. Yeah, I'm good. Where was I in the script? You were just getting ready to tell us about the new jungler? Oh yeah, that's right. So after the new support. We've been hard at work on a terrifying new jungler who's ramping up to swarm the rift later this year. I'll just leave it at that for now, since just talking about it is starting to bring. Jetzt ist mein Untertitel weg. Auf jeden Fall ein neuer Jungler, Leute. Ein neuer Jungler. Back that uneasy feeling. Wieso sind die Untertitel weg? Ich fass es nicht! So that's all for new champions, but what about VGUs? Later this year, we're releasing the champion you all voted for last year, Udyr. We have a dev blog coming out today that dives deeper into his update. But we do have one small change that we want. Wo Untertitel? Ich kann kein Englisch! Ach, hate it! Okay. Ah. Könnt's nochmal auf Deutsch.
Ich sehe alles. Das lila Meer. Diese Städte überziehen das Land. She rules over it all. My Empress. This is what Runeterra should be, its true form. The city of Belvet shall fall first. Ist Belvet nicht Shurima? Void und Shurima haben doch irgendwie was gegeneinander, oder nicht? Wunderschöne Remora schwimmt endlos durch Städte aus Lavendel. Remora ist auf jeden Fall seine Empress. Sie verzehrt uns. Das ist so geil. Das ist voll gut gemacht. Where am I? Yeah, I'm good. Where was I in the script? Schauspielkunst hoch 10. Oh yeah, 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 that's right. Neuer Jungler. So after the new support, we've been hard at work on a terrifying new jungler who's ramping up to swarm the rift later this year. I'll just leave it at that for now, since just talking about it is starting to bring back that uneasy feeling. Wer Nocturne, frage ich euch. Wer Fiddlesticks? Apropos Fiddlesticks und Champion-Aktualisierungen. Haha, Überleitung. So that's all for new champions, but what about VGUs? Later this year, we're releasing the champion you all voted for last year, Udyr. We have a dev blog coming out today that dives deeper into his update. But we do have one small change that we wanted to share here. We know that Udyr's antlers weren't really hitting the mark for many of you. Even after the tweaks. Aww. And once we got them in game, we also realized they weren't really needed for a unique silhouette. So we removed them. Goodbye, antlers. Be sure to check out the dev ich blog auch ohne to see besser. All the awesome progress the team has made so far on Udyr. Junge, das ist ein kranker Udyr. Er sieht nicht mehr so hässlich aus. Aber ich bin gespannt, wie er funktioniert. Er wird wahrscheinlich so in Richtung Mundo Volibear gehen. Stumpf, aber Trumpf, ne? aber ja, mal gucken. Hoffentlich ist es ein Champ, der wenigstens halt Spaß macht zu spielen. We will also have a new vote going live. Habe ich auch today, schon ein Video gemacht. We will once again ask you all to vote for a champion to receive a VGU next year. So Shyvana, Nocturne and Skarner will be returning, but they'll be joined by some new contenders with Tryndamere and Kog'Maw. Make sure to check out the poll. Wenn ihr eine volle Meinung zu diesen 5 Champion haben wollt, guckt ihr auf jeden Fall auf meinen YouTube-Kanal. Das, ich glaube sogar das neueste Video, also das, das direkt nach Ciri rauskommt, behandelt über die neuen Skins. Aber auch in der zweiten Hälfte oder zumindest ab dem zweiten Drittel von diesen Champion. Meine Bewertung, welche ich für sinnvoll halte als Jürg, also ist schon mehr auch objektiv gedacht. Also nicht nur subjektiv, weil subjektiv ist klar, dass Shyvana absolute Bay, ich will dieses Jürg haben. Aber ne, es gibt objektiv gesehen jemanden, der das Jürg dringender braucht und die anderen eher nicht so dringend. Ich habe es auch noch mit einer Skala von 1 bis 10 gemacht. Eigentlich sollte ich es von 1 bis 13 machen, aber 10 ist halt einfach eine gute Zahl. Schaut auf jeden Fall mal das Video vorbei und dann let's go. Weiter geht's. Ich werde das hier nicht nochmal erklären. As well as our design goals for each of them. And that just about wraps it up for what we want to share today. But before we go, here's a quick teaser for a new, very mysterious, non-traditional bot lane champion we'll be whipping out later this year. Thanks so much for watching. Noch ein Botlane Champion? Ist ja mega geil. Problem ist, Toplane bekommen keinen neuen Champion und Midlane. Wobei Midlane kriegt immer neue Champions. Die haben ja gesagt, die wollten Balance. Ne? Aber die Hände sahen interessant aus. Ist das so ein Benjutsu der 1000 Hände mäßig? Ist ja übel geil. Das stelle ich mir schon geil vor, so diese. Das sind. Also das hier ist doch die. Das ist auf jeden Fall eine Kampfkunstform. Das hier weiß ich nicht. Das hier ist auch Kampfkunst. Ist das auch Kampfkunst? Das sind auf jeden Fall so Kampfkunst-Handbewegungen. Und weil es mehrere Hände sind, glaube ich, das wird entweder ein Champ sein, der ganz, ganz viele Kampfstile hat, oder einer, der ganz viele Hände hat. Ne? Manju, der hat 10.000 Hände zum Beispiel, der eine Ritualzauberkarte auf deine Hand gibt, damit du ein Ritualmonster beschwören kannst.
Das war Yu-Gi-Oh, ne? Egal. Lane Champion will be Hinata Hyuga. Genau. Keine Ahnung, wer das ist, aber genau. Thanks so much for watching. And make sure to check out our newest champion Zeri on PBE or when she releases in a few weeks. I'll see you on the Rift. Also ich werde sie auf jeden Fall testen. Und wenn sie mir taugt, werde ich sie main, wenn nicht, dann nicht. Also doch die Hinata. Hello everyone. Alan here from the Wild Rift. Ja, Wild Rift interessiert niemanden. Können wir das vorspulen? Wobei, wir gucken uns Wild Rift an. Weil wenn die neue geile Skins oder neue coole Champion Visuals haben, dann möchte ich darüber abranten, warum die in League of Legends das nicht machen. Wild Rift Players. Like Season 2 of Guild vs. Guild and New World Passes. Ist das... Ist das Quinn? Ist das Shyvana? Das ist Shyvana. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist doch Shyvana, oder? Die ey, Gott, das sieht so geil aus. Ich bin in League of Legends. Ich möchte bitte einen Counter, und zwar einen... Einen nicht so Wild Rift Skin Counter. Ein not so Wild Rift Skin Counter. Kann man das so sagen? Weil... Ich hätte gern diesen Skin auch in League of Legends. Warum gibt es denn für Rune Terror und Wild Rift Exclusive Skins? Zum Beispiel Luna Beast Miss Fortune. Gibt's nur in Wild Rift? Ja, schade, ne? Oder diese, das Visual Update von Dark Flame Shyvana. Warum gibt's das nur in Wild Rift? With new champions, skins and events. In particular, there's one big change headed your way in just a few months. Ja, okay, für die Mental Rift, so far, but soon each game bring es jetzt einfach wieder in Dragon Brain in the jungle and turns pathways into Mental Dragon. Wieso haben die andere Wände? Ja, okay, ist ein bisschen kleiner Map wahrscheinlich. Dragons die power visions on its armor and magic. Our dragon will interessiert niemanden. Now let's brawling pit boss. Ich interessiert Wild Rift nicht. Er bringt Zed rein, okay, Lumion. Gott. Viel Spaß. Also, ihr kennt doch diese Handy-Games, wo ihr nur so dreimal drauf tippt und dann legt ihr euer Handy zur Seite und macht gar nichts mehr und wartet zwei Stunden. Kennt ihr, oder? Das ist Yumi in League of Legends. Yumi prowls onto Wild Rift, make sure that you all have multiple champions that you really like. And we beat that with 29.5 champions, if you count Mundo's VGU. Going into 2022, we are going to be slowing down the number of new champions we release by just a bit. But there are still loads more we want to bring over, and our next duo will be joining us from the harmonious islands of Ionia in patch 3.1. Wild Pass featuring now as Explorer Galio as you play. Is this Hexed Galio? You'll get your hands on a brand new pass featuring Explorer Galio. Not so Wild Rift Skin Nummer 2. Ich hätte gerne den auch in League of Legends. Wobei Galio ist jetzt auch kein cooler Champion, also ich finde ihn okay-ish. Ich fand ihn anfangs ziemlich nice, jetzt ist er halt ziemlich lame. Niemand spielt Galio. Aber der Skin ist schon gut. Later this month. This will be our last Explorer skin for now, as we've got a new thematic we're really excited about for the following pass. Wieso ist es so kalt? Last year we introduced and it should work you with 5 members coins. We'll make sure for one we might feature still be partnering up with League PC going forward, but in 2022 we might feature different content in our shared moments. This could mean that we create. Das ist übrigens Luna Beast Miss Fortune. Ihr kennt Luna Beast? So die meisten, die wir auch in League of Legends haben? Die haben wir nicht in League of Legends. For an existing theme, or we might look into the back. Oh klar, wir kriegen aber Budgetin. Natürlich kriegen die Budget hin. Aber wir kriegen nicht Luna Beast Miss Fortune. Okay, okay. Right. Now, in class. Infernal Cannon! Sieht viel besser aus. Ironside Malphite. Na klar, sehen die Skins auch viel besser aus. Als bei uns. Komm, soll ich nicht bei uns. Komm. Was ist das denn für eine hässliche Mistgestalt? Okay. Den will ich nicht in League of Legends haben, aber der sieht trotzdem geil aus. Blitzcrank, what did they do to you? Oh mein Gott, Six. Als ob du auch mäßig.
mein Gott, ist das cringe. Naja. Finally, our loads of stuff in the big event will be a celebration of the Lunar New Year. We've got loads of stuff in store, including firecracker skins for Teemo. Die kriegen wir ja auch. Diana. Shinjao. Diana. Set. Ach, Set ist der andere. Ups. And Tristana. Tristana. All of which will also be coming to League PC. The celebration will begin at the end of January. We look forward to seeing you there. Alter, das sieht ja übel cool aus. Thank you so much for joining us today. We hope you have a brilliant time playing Wild Rift this year. I'll see you next time. Wild Rift, Wild Rift. Ja. Der Song ist cool. Maxim, Lara Loft und Co. Haben gute Arbeit geleistet. Hey everyone, I'm Leo, the global head of Wild Rift Esports. Wild Rift Esports, ist das dein Ernst? Are you fucking kidding me? Ihr spielt auch ein Handy und das ist E-Sports. Also ich find's cool, aber ist halt ein bisschen unnötig. nee, es ist nicht unnötig. Ich finde nur PC ist halt geiler als Handy. January to May. Nein, ich judge es nicht. Ich find's cool. Ich mag nur Wild Rift nicht. Level, ich mag generell keine Handy-Games. So, das ist grundsätzlich so. Handy-Games sind absolut kacke. Warum auch Handy spielen, wenn man auch PC spielen kann? Jetzt geht's zum E-Sport, zum richtigen E-Sport. I'm Nazala Taha, global head of LoL Esports, and welcome to the 2022 season. Hi. Pro players around the world are busy preparing for another exciting year of competition, and we're coming off a pretty incredible ride together in 2021. Wieso hat sie den Satz bekommen mit "Welcome to"? Egal. We saw some fresh faces assert their dominance on the spring and summer stages, with 100 Thieves winning their first LCS trophy. And Mad Lions starting a wild run with their LEC win in the spring. It wasn't all new defending champions though. EDG, DK, and PSG Talon also came out on top in their leagues, while teams like Red Canids, Kalunga, Galatasaray, and Peace made their world's debut. After a COVID-related hiatus in 2020, last year's MSI was our most successful one to date, with RNG's triumph over DK hitting a record-breaking MSI peak viewership of over 23 million. We missed you, MSI. Welcome back. And of course, we culminated the season with another unforgettable world. We got to see legends rise, rookies make their marks, and the greatest of our sport remind us of why they are just that. The fact that we got to hear Silver Scrapes four times in the knockout stage says it all. The finale between 2020 World Champions Damwon Kia and Edward Gaming will no doubt go down in LoL Esports history as one of the most epic showdowns. Das war fucking 2020? Ich könnte schwören, das war letztes Jahr. 21. Oh mein Gott, ist die Zeit verflogen. Ja, wobei, stimmt, die Damwon-Skins sind ja schon ewig draußen. Aber trotzdem, wie schnell das Jahr 2020... Egal. Nee, den Schuh öffnen wir jetzt nicht. With EDG's phenomenal wins celebrated by millions in China and around the world. Stimmt, EDG-Skins. Wo EDG-Skins? I'm excited and humbled to report that for the 10th year in a row, we beat our viewership record for Worlds. You, our community, you fuel LoL Esports, and we cannot thank you enough for your energy, your insights, and your passion, sogar as we collectively continue to grow the sport we love. Gesagt, now let's talk about our 12th season. After a very exciting offseason, rosters are set, 100 plus teams around the world are gearing up, and our 12 regional leagues are ready to kick things off. Über 100 teams? To get ready for the first split of 2022, we sat down with 5 pros from around the world to find out what they're each aiming to accomplish this season. The full series will be released soon, but we have a sneak peek for you today. Let's take a look. They earned their spot to be here. All of that practice, all of those scrims, they are immediately my favorites for the title already.
and we got a banger to start ourselves off. Legendary like all my idols, coming for it all, and I can't wait. Success just called and I got me a tape, so I grab my ambitions and I'm on my way. Cross the wrong line and it's bad news, might get burnt like a candle. We too hot to handle, world at my feet like a sandal. I only move when I plan to, your moves could get canceled. In the end, it was themselves they had to overcome their own mistakes, their own demons. Laser, Gigi und Danny. Okay, ich kenne nur zwei davon. Gigi und Gumayusi. Die anderen beiden, anderen drei kenne ich nicht. Die Gags. Aber cool, da gibt es anscheinend jetzt so eine Series, womit man die so ein bisschen behind the scenes mäßig verfolgen kann. Habe ich das richtig verstanden? Ja, nett. Bringt den Leuten E-Sports auf jeden Fall noch ein bisschen näher. And finally, we are thrilled to have North America host Worlds this year. Wow. NA. Wir spielen jetzt also Worlds. In NA. Nice. Es wird wieder runtergerannt. Ich sag's wie es ist. Nein, Spaß. As we head to Mexico City, then on to New York City, Toronto, and finally land in San Francisco for the finals. Also wenn da ein Erdbeben, Alter, wird es safe ein Erdbeben geben. Ich sag's wie es ist. Entweder durch San Francisco oder durch die kranken Bewegungen und Erschütterungen der Stadien, Schrägstrich der Häuser, weil wir alle zu Hause sitzen werden, wenn wieder Covid zu krass am Stissel ist. Da hätte ich actually Bock, live dabei zu sein, bin ich ehrlich. Ich will kein Covid einfangen, aber ich hätte echt Bock, dafür Urlaub zu nehmen. Ja, mal gucken. Aber schon matches cool. Kick off next weekend. The hype is real, and we thank all the fans, pros, teams, and partners for joining us for what will undoubtedly be another gerne amazing geschehen. Gerne geschehen, habe ich gerne gemacht. And with that, we've just about wrapped up our stream for today. But the year's just getting started. Oh yeah. We've got more ways to celebrate throughout the week with missions, exclusive in-game rewards, and player choice votes. Esports leagues around the world start kicking off their splits next week, and you can claim glory for yourself in Clash next weekend. We still have lots more in store for the year, so we'll keep sharing our plans for League throughout the season too. As always, thanks so much for watching. Best of luck on your climb, and welcome to Season 2022. Welcome to Season 2022! Geil. Sehr, sehr geil. Ist cool. Ist eine coole Eröffnungsstream. Ne? Dreiviertel Stunde circa. Machen wir ein bisschen Valorant. Ja, jetzt sieht man die verschiedenen Riot-Fäuste. Riot Games. Das S haben sie sich verdient. Endlich. Ja, das war's. Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Jahr. Ist jetzt irgendwie nicht so krass, aber ich glaube, dass sie die richtig krassen Veränderungen wahrscheinlich auch erst in der Hälfte des Jahres bringen oder erst in ein paar Monaten so. Dass sie quasi auch noch Zeit haben, das für die Worlds aufzuarbeiten. Die sind ja immer im Oktober so around. Also die werden noch krasse Änderungen bringen, wie wir Riot Games kennen. Events, Skins. Allein dieses Customization-Ding. Es wird einfach, es wird insane. Alter, ich muss mehr League spielen, Alter. Ich werde dem ja gar nicht gerecht, so wenig League spiele ich. Aber trotzdem cool. Und ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.